Ja. Ist gut. Klug. 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 Wir waren nun Mario Kart 8. Mit dem Klügerlord. Mit dem Klügerlord. Hallo Klügerlord. Also ich bin rechts, du bist links. Ja, ich bin Rosalina. Und ich bin ein Wichser. Und Luke Millard ist auch mit dabei. Also Luke Millard ist auch mit dabei. Schöne Grüße an Luke Millard, falls er dieses Video sich anschauen sollte, zufälligerweise. Ah nein. Da bleibt der hänge. Und bin mal gespannt, wie er sich hier schlagen wird. Der hat einen Gay Luigi, ne? Der hat einen Gay. Ja, der fährt gern mit Gay Luigi. Das ist mir schon bewusst irgendwie. Ich bin gerade genau hinter ihm. Echt? Ja. Wo bist denn du? Du bist Zwölfter. Ja, ja. Was macht der denn? Also Luke Millard. Ich gehe jetzt so voll davon aus, dass der zuguckt, ne? Ja. Ich bin vor ihm. Ich werde ihm das auch dann schicken und sagen, guck mal, hab ich aufgenommen. Du bist vor ihm? Alter, wie schlecht ist der denn gerade? Der schiebt es dann bestimmt auf den Ping oder so. Scheiße. Was denn? Ich wurde gerade vorhin vom roten Panzer erwischt. Angeklügert? Ja, als ich hier über den Dreck fahren wollte mit dem Pilz, weißt du? Gott, ey. Gay Luigi. Aber hier sind wir in dem Raum, das sind doch, wir sind ja in seinem Raum, so, ne? Ja, das sind bestimmt Pros. Das sind alles so richtige Sucht. Diesmal muss ich sagen, ich spiele dieses Spiel definitiv nicht oft, Leute. Ja, ich aber auch nicht wirklich. Also ich bin jetzt kein Suchti, weil ja auch die Wii U bei dir steht immer. Komm, ich habe gerade den Klügerlord überholt. Aber nein, wir schlagen uns eigentlich ganz. Also ich bin gerade zufrieden mit mir. Ja, du bist aber klug. Ich bin gerade runtergefallen, scheiße. Hallo Waze. Waze, Waze, Waze. Luke Millard, wenn ich mindestens Erster wird, dann geht er weint nach Hause und will nicht mehr spielen. Ja? Keine Ahnung. War jetzt nur Spaß eigentlich. Gehe ich nicht von aus. Ja, Mario Kart 8 wollten wir ja schon mal let's playen. So richtig ernsthaft und so. Aber haben wir dann irgendwie nicht gemacht. Ja, war zu homo. Ach, ficken ey, warum bin ich so ein Schwuchtel? Ja, ich hab Luke Millard abgeschossen. Ja? Das freut mich. Du bist Zehnter? Ja. Hallo. Ja, ich bin Elfter. Verpiss dich! Ja, ich hab nochmal getroffen. Ah, kotzen. Aber er hat jetzt Pilze, jetzt kann er schön abderben. Einfach nur abderben, ey. Nein, Luke Millard, du darfst nicht davonfallen in der letzten Runde. Los, Lord der Klügerhaftigkeit. Oh Mann. Ist jetzt hier voll mein Ehrgeiz, als Luke Millard zu besiegen. Auch wenn ich Neunter werde, ich wäre zufrieden. So. Oh Gott, wie schlecht. Okay, ich bin ein Lappen. Ihr habt es gesehen, falls ihr auf meinem Bildschirm geguckt habt. Ich bin ein Lappen. Ja. Und dementsprechend habe ich es auch nicht verdient, hier gegen Luke Millard zu bestehen. Das ist praktisch die Klügeraufgabe. Gegen Luke Millard zu bestehen? Ja, gegen Luke Millard zu bestehen. Ich bin der Letzte, muss man ganz klar sagen. Ja, man muss ja dazu sagen, eigentlich wollten wir heute beim Stream von Weehawk LP und Keanu. Oh, hier, aber hier, Luke Millard, ne? Auch ganz schwach, ne? Der hat 7000 Punkte, ey. Vergleich, ich hab 1300. 1300 und ich hab 2500. Also, man sieht, wir spielen es noch nicht so oft. Muss man einfach mal sagen. Hat er irgendwas geschrieben in Skype? Ja, es fängt ja klasse an. Ich fahr den PC runter, viel Spaß und so. Okay. Er ist sehr klug, Freunde. Wer ist denn eigentlich denn sein... Der Blonde da ganz hinten, falls man ihn erkennen kann. Also hier praktisch, warte, ich versuche mal, der hier. Okay. Wir nehmen heute übrigens mit der Kamera auf. Das werden wir aber in Zukunft dann nicht machen. Nee. Sondern wir werden dann wieder mit dem Roxio Game Capture aufnehmen. Das war jetzt nur, dass alles auf die Schnelle funktioniert, weil wir eigentlich mitstreamen wollten bei jemand anderem. Und ja, beim Weehawk und so. Beim Weehawk LP und das hat nicht funktioniert, wie wir es uns erhofft hatten, weil wir sehr spät dran waren durch meine Arbeitszeit. Sebastian, du darfst mir ruhig ja, die Schuld geben. Du kannst ja auch nichts dafür. Lord. Okay. Schön als Letzter zu starten oder Vorletzter. Die Letzten werden die Ersten sein. Ne, du bist Vorletzter. Alter, ist ein scheiß Start. Und das ist eine Strecke, da hat der Luke Millard schon mal ein Video hochgeladen von sich. Da ist der ziemlich gut drauf. Okay. Aber. Das heißt, ein bisschen den Ficken. Genau. Nee, aber das muss ja nichts heißen. Boah, ich habe mich schon wieder mit dem Bumerang getroffen. Scheiße, sorry. Nee, du Fotze. Ja, sorry. Du kleine Fotze. Ich flieg deine nee, ist Schuld. Okay. Ist okay. Nein. Nein, es ist Mario Kart 8. Da darfst du was passieren. Ich bin hinter. Oh Mann, ich war hinter Klünge. Das nee, darf sorry, natürlich passieren. Das hast du halt, womit hast du mich eigentlich getroffen? Mit einem roten. Ja, okay, dann warst du wenigstens nicht skillig. Nee, ich wollte aber ja, ist nicht schlimm, das ist Mario Kart 8, da ist sowas alles. Ja, wir lieben. Wow. Ein Boomerang. Also in jedem Spiel. Ja, ich hab eine Klüge abgeschossen. Echt? Geil. Geil. Nein! Boah, was mache ich denn? Ich bin so schwul. Was ist denn jetzt? Ja, ich bin runtergefahren. Ey, Alter, wie eng ist das Feld eigentlich? Ja, ja. Das ist so eng wie deinem Mund. Oh, Sebastian.
Also irgendwo musst du auch mal einen Punkt. Nein! Ein Punkt! Nein, ich schwöre! Einen Hans! Meine Mutter ist eine richtige Äppelweihur. Nein, das gibt's nicht. Ich war gerade siebter, Sebastian. Und auf einmal falle ich irgendwie durch das Hängengebliebenes runter. Ich bin gerade zehnter. Ich weiß gar nicht, wieso ich so weit hinten bin. Und dann heißt der eine einfach nur alle. Naja. Aber weiß gar nicht. Das ist schon sehr eng zusammen hier alles. Ja, aber es fuckt mich schon wieder ab. Der Lookmilot ist bestimmt wieder Erster oder so. Ja, der Race. Wir kacken hier hinten rum, ey. Ja, der Race halt auch der war. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier hinten bin. Irgendwas muss geschehen sein, das mich nach hinten geworfen hat am Start. Ah. Das ist auch nicht so richtig. Sorry. Und was mich da so nach hinten geworfen hat. Ja, ist mir doch sorry. Ja, ist doch egal. Also, wie gesagt, ich meine nur Spaß, ne? Muss ja auch mal sein. So. Letzte Runde, liebe Freunde. Wow. Und tschüss. Was denn? Überholt. Coolen Spruch, wie Spider-Man. Alter, ficken. Na toll, ey. Schulter klüger. Nein. Ja, genau. Überholt. Wie hast du das gemacht? Einfach klüger sein als du. Ah, okay. Mit dem Klug-Lord-Modus. Alter, wie eng! Junge, ich bin Fünfter, aber... Ich halt ja, das, aber ich sehe dich. Ich halte dir das Maul. Das ist so eng hinter dir. Ich weiß. Ein Panzer oder sonst was und du bist auf einmal Neunter. Quasi. Weißt du, wie es läuft? Bitte ein gutes Item! Ach, Pilze. Ich bin ein Drogenjunkie. Warum fährt eigentlich keiner diese Abkürzung? Ich verstehe es gar nicht. Warum fahre ich eigentlich runter, weil ich die fahre? Ich bin so klug! Mann, da wurde ich nur überholt, ich war eben noch Vierter. Aber Sechster, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, muss ich sagen. Guck mal, klüger Lord. Wir müssen ihn besiegen. Einmal mindestens. Ich bin schon tierisch unzufrieden. Vor allen Dingen bei der ersten Strecke war ich eigentlich die ganze Zeit vorhin. Ich war echt derbe zufrieden. Ja, du warst ja auch Sechster. Hast mich ja auch schön aus dem Rennen. Ich kann schon wieder kotzen, weil ich war so ein Stück vor der Ziellinie, war ich Vierter. Oh Mann. Das ist nicht schön. Der sieht lustig aus, der gerade weggegangen ist. Okay. Der... Ja gut, das kann man jetzt im Video schlecht erkennen, aber der hier sieht ein bisschen aus, als wäre er aus South Park. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Meine ist übrigens der Orangen in der Mitte. Und ich bin der Pissgelbe. Du bist der Gelbe, genau. Naja, aber das kann man jetzt alles in dem Video nicht so gut erkennen. Aber in späteren Parts wird sich... Gut, aber mit dem Gelben ist ja, das passt schon. Aber in den späteren Parts wird sich das, wie gesagt... Da wird auch dann die Tonqualität auf ein neues Level geschraubt, das ihr noch nie erahnt habt. Nee, da kaufen wir uns ein 299 Mikro und dann probieren wir was. Da wird auch noch der Skill besser sein, einfach vom Fahren. Ja, na, ist Look, Lord, Baden-Württemberg! Er hat einfach 7000 Punkte. Das 7000 Punkte, der ist so süchtig, vor allem ich mit meinen Lapping 1200. Ja, ich mit meinen 2000 bin aber auch voll der Außenseiter. Wie du schrickst, alles voll unfair. Ah, der Start klappt aber auch nicht so gut, da fehlt's Timing gerade. Ich mach zwar schon einen guten Start, aber irgendwie nicht den ganz guten. Irgendwie. Ja, das meine ich ja. Ich kannst du wieder kotzen? Ja. Was ist los? Ich will mal da diese Rampen fahren am Anfang. Ich werd so oft runtergeschubst. Ich bin gerade da ganz gut durchgekommen. Ja, es ist halt immer die Frage, ob jemand neben dir fährt oder nicht. Look mir das aber nicht weit vor mir. Das heißt, es ist noch alles drin. Ja? Ja. Wenn man Lackmilord besiegt. Hey Mann! Dann kann man auch die Unendlichkeit besiegen. Bist du aus meinem Arsch? Hey, Lackmilord hat mich gerade abgeschossen. Der... Das hat sich jetzt aber auch mal verdient. Wir haben ihn heute schon so oft erwischt. Der fährt auch dieses Pro-Kart. Fällt mir gerade mal auf. Weißt also, du, Kart? Ja, das ist was die Weltrekordhalter und sowas alle fahren. Also der ist wirklich richtig süchtig unterwegs, so wie man es einfach von ihm gewohnt ist. Ja, und da habe ich ihn mal ganz locker geholt. Du kommst nicht in meinen Windschatten, Klügi. Nein. Nein, Gay Luigi. Geh aus meinem Windschatten. Ich fahre jetzt erst gar nicht mehr über diese Dinge. Da links? Ja. Nein, ich bin so blöd. Warum? Ihr wollt da drüber fahren, hab's nicht mal hingekriegt. Toll. Das ist natürlich scheiße. Boah, ich bin gerade. Da, ich bin gerade 3 schlechte Kurven gefahren und direkt Neunter, ey. Das gibt's einfach nicht. Echt? Neunter? Ja. Das ist hier aber auch schon wieder so eine Pro-Runde einfach. Ja, das ist echt der. Dass dir gar keinen Fehler leisten, muss die ganze Zeit. Ich bin Zehnter, aber ich bin irgendwie so weit weg, ey. Muss die ganze Zeit. Ich bin einmal runtergefahren und sehe einfach keinen mehr. Ach du Scheiße. Solche Fehler darf man sich, glaube ich, hier echt. Nee, ist echt so. Auch das Feld ist so eng zusammen, muss man natürlich dazu sagen, weil sonst heißt es wieder. Lackmilot ist Erster. Ihr Fotzen! Da sagst du, voll ruhig, es ist schon spät. Boah, ey. Ja, das hab ich gemacht. Ein Panzer, nee, du bist nicht schuld. Aber ein Panzer und von 3 auf 8 gefallen, was ist denn das?
Gott, ey, jedes Mal dieselbe Scheiße. Jetzt geschieht's mir aber auch nicht anders, als ich Zehnter bin. Okay. Ich bin jetzt gerade Fünfter. Und hab den Adrian abgeschossen, aber er hat sich gerade mal wieder gerecht. Luke Müller ist nicht weit weg. Aber jetzt kommt schon wieder eine rote. Nee, die erwischt mich nicht. Das finde ich gut. Bitte ein gutes Item, bitte ein gutes Item. Drei Bananen nach vorne, einfach mal so, vielleicht wird's ja was. Ja, Luke Müller wurde abgeschossen von einem Bumerang. Ja, ja, zieh vorbei. Ja, ja, oh Gott, schön. Alter, diese Rennen sind nur Glück, ne? In der Gruppe ist das alles nur Glück. Ja, wenn du vorne drin bleibst, dann ist es wirklich Glück. Das ist unglaublich, ey. Ein Item kann dein Leben zerstören oder bereichern. So, zweiter, Luke Müller, siebter. Corendi einmal letzter, aber es kann passieren, ja. Das ist live, das kann passieren. Ja, es ist, ja, nee, aber ich war selbst schuld. Pisse. In der zweiten und in der dritten Runde bin ich bei dieser Sprungschanze. Da kam ich davor aus der Kurve zu sehr aus dem Drift und hab die nicht mehr hingekriegt, weißt du? Okay. Ja, das ist dann halt so, dass man einfach hinfällt. Ja, aber es freut mich auf jeden Fall, dass wir mal mit dem Luke Müller zusammen spielen können. Ja, auch wenn er nicht davon weiß, dass wir aufnehmen, aber... Ja, aber ihr wird's erfahren. Ich werde es ihm auf jeden Fall schreiben. Ich werde ihn da kontaktieren und sagen, hier, guck mal. Mhm. Du kannst dir jetzt nochmal aus unserer Sicht ansehen, wenn du das denn möchtest. Wie du uns fixst! Ja, aber jetzt gerade haben wir ihn einmal geschlagen. Du. Ja, egal. Wir sind mit 10 als eine Person. Ja, ja, wir 10 zusammen. Das ist ja wie Turk und JD. Und? Und JD, oh Mann. Oh, Long Johnson. Haben wir die Strecke nicht eben schon? Nee. Das war Bowser Castle Ding. Ich glaube, das war schon wieder. Doch, das war jetzt ein bisschen besserer Start, aber kein perfekter. Ja, ich krieg die auch nicht hin. Also, und natürlich. Also sehr, sehr selten. Und natürlich, kaum hat man nur ein bisschen guten Start, schon kommt Luke Müller und haut einen von hinten rein. Mhm. Toll. Richtig geil. Okay. Also, ich find's unglaublich, was hier für Pros am Werk sind. Das merkt man wirklich. Ja. Ich bitte kein roter. Okay, sehr gut. Alex. Ich find's macht immer ganz viel Spaß. Mit guten zu fahren? Ja, ja, ich find auch. Als wenn du die ganze Zeit alleine an der Spitze... Ja, das ist einfach langweilig dann. So hast du wenigstens eine Herausforderung. Und auf der anderen Seite, wenn du Letzter wirst, kannst du dich immer noch retten. Das sind ja Süchtlinge, die haben ja eh kein anderes Leben. Mhm. Weißt das du? Ist aber auch korrekt, Sebastian. Das ist einfach so. Ja, das ist wirklich der Fall. Okay. Ich bin Dritter. Das ist schön. Aber du bist nicht weit hinter mir. Ich fahre gerade in diesen Tunnel ein. Also, da ist noch alles drin. Ja gut, schon machen wir da keine Sorgen. Ich sehe sie alle. Ja. Da kommt wieder ein roter Panzer, der wird mich jetzt gleich penetrieren. Das bin ich ja schon gewohnt. Nee, ah, Fotzendecken. Der ist irgendwo gerade im Nirgendwo zerschellt, das finde ich natürlich auch sehr nett. Das kann passieren, wie wir schon sagten. Alter. Ja. Naja. Torpedo, reiß mal was, Bruder. Das ist dann immer die rettende Taktik noch. Ja, das ist auch meistens die letzte Hoffnung dann. Ja. Aber wobei man den mittlerweile echt seltener bekommt. Ja, und er ist auch nicht mehr so wirkungsvoll wie bei Mario Kart Wii, finde ich. Also bei Mario Kart Wii oder bei GameCube gab's den auch? Nee, da gab's diesen Kettenhund. Ja, weißt du noch? Also, die haben dich, ja, das ist dasselbe Prinzip. Die haben dich eigentlich teilweise echt auf irgendwie 5-6 Plätze mindestens nach vorne gebracht. Aber der Kettenhund, der hat mich eher erinnert an diese Piranha-Pflanze, die es jetzt hier gibt. Ja. Weil der ja so voll aggressiv war und nach allen geschnappt hat. Ja, das ist schon so, aber... Fuck! Ja. Aber der Kettenhund hat zwar auch Leute weggehauen. Ja. Aber er war schneller. Weil die Piranha-Pflanze, die zieht eigentlich nur so einen Tick nach vorne. Ja, ja, die macht nicht viel, stimmt schon. Alter, ich bin genau hinter Luke Müller und ich habe einen Bumerang. Und ihr wisst alle, was das heißt. Nein, dass ich schlecht fahre. Nein, ich hab's verkackt. Schade. Ja. Ich hab's verkackt. Aber zweiter hinter Luke Müller, Mann, ich bin so rotzvoll. Was passiert? Ja, ich bin einfach noch hol. Ich freue mich irgendwie schon drauf, das Video dann, wenn ich es rende, mir anzugucken und mal auf deinen Bildschirm achten zu können. Wie hol ich bin? Nee, allgemein so. Ich kann ja jetzt schlecht gucken. Scheiße. Was passiert? Ja, ich habe immer so ein paar, zwei Stellen oder bei so Strecken, wo ich einfach so vom Driften her, weil ich die Strecke halt auch nicht kenne, dann komme ich vom Drift, denke ich mir, geil, jetzt hast du so die Beschleunigung drin und bam, kommt die nächste Linkskurve. Ach so. Und das Motorrad ist ja echt, das ist ja dieses Rennbike, ja, das ohne den Drift dann nicht mehr so schnell nach links oder nach rechts kommt. Ja. Und dann fliegst du halt runter, wenn du die Strecke nicht kennst. Aber die Strecke war von der Wii, also die sind wir schon öfter gefahren. Wii habe ich nicht gespielt. Ja, aber nicht oft. Ja, gut. Weil ich meine, auf GameCube hier, die Strecken fahre ich dir blind. Wenn du mir sagst, will ich Strecke.
Können wir mal testen. Vielleicht kommt ja noch eine. Von der GameCube? Ja. Gibt's da eine? Ja, ja. Die Wüstenstrecke gibt's von der GameCube. Ich weiß, die aber auch ein bisschen geändert ist mit dem Wasser und so. Ja, gut, aber das ist das Einzige. Ansonsten ist alles gleich. Ja, ziemlich. Aber gut, die Steuerung ist aber halt auch ganz anders als auf der GameCube. Logisch. Also wie gesagt, das war mit Abstand immer noch mein Lieblingsspiel. Ja, mich hätte es aber mal interessiert, wie das wäre, wenn GameCube und Nintendo 64 Kart auch schon mit Internet wäre. Wie das dann alles so gelaufen wäre. Ich glaube, da wäre ich ein derweise ein Stück laut gewesen. Weil damals gab es ja noch gar nicht. Nein. Das kam mit der Wii dann bei den Nintendo. Ja. Wobei es da auch sehr unstabil war. Ja, das stimmt, ist oft abgebrochen. Aber hier geht's eigentlich wirklich gut. Ohne Probleme. Wenn du mal drinnen bist und du kommst meistens sehr oft gut rein, dann läuft die Sache auch. Aber Pascal, musst du mir mal verraten, wie man so klug sein kann. Wie der Klüger läuft? Ja, ich krieg das einfach nicht in meinen Kopf rein. Der ist einfach klug. Ist er das? Ja. Ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen will ich da nicht urteilen. Ja, ich mache nur Spaß. Ja gut. Weißt du, vielleicht ist er klug. Ja, weil du erzählst mir, dass er sehr oft lernt, ne? Ja, er studiert wäre, auch. Aber wenn er klug wäre, müsste er nicht lernen. Oder? Das stimmt, weil wer übt, ist feige, das wissen wir alle. Ja. Alter, so. Hier geht's schon wieder ab, du. Hier geht's schon wieder ab, du. Grüß dich. Toll. Wow. Hab, ach, hat's mal, Pascal. Ah, ich sehe schon. Ich sehe deine Platzierung. Ich denke immer, ich bin Dritter und dann denke ich mir immer, wow, geil, los Abstand, oh, derbe. Ja, aber das ist einfach nicht so. Ja, das ist es nicht. Verfluchte Kacke, hier ist es nicht so. Ja. Also wir werden. Ach ficken, guck, jetzt krieg ich einen Panzer und schon bin ich Sechster. Ich war eben Dritter, Siebter bin ich sogar. Ich war eben Dritter, ich will es nochmal anmerken. Ich war eben Dritter, jetzt bin ich Achter. Jetzt bin ich Neunter, weil ich einfach den. Ach, jetzt bist du wieder Achter. Mhm. Geil. Ja, man kann da halt einfach nicht so derbe abfliegen. Oh Mann, ey. Ja, kann schon wieder kotzen! Nein, kann ich nicht. Mit deinem Stern, ey. Sei froh, dass du einen Stern hast und Geld drauf bist. Ja, ist echt so. Finde ich auch gut, dass du da jetzt mal mit dem ernstes Wort redest. Ja. Weil irgendwo ist auch mal gut. Ja, Schnittlauchfresse. Warum? Hm? Warum jetzt Schnittlauchfresse? Wie soll ich, Alter? Ja, stimmt auch wieder. Ach, ficken. Das kannst du nicht sein, da ich hinter. Was? Ja. Oh, du bist 12. Was denn? Mario Kart, ey. Mario Kart Rules, würde ich mal sagen. Ja, jetzt hier, wichst du immer im Bildschirm so voll. Alter, ich war im Dritter, ich bin schon wieder 9. Was soll denn das? Alter, ich bin als Zweiter gestartet, was soll ich erzählen? Alter, jetzt piss aus meinem Arsch! Kann das wahr sein, ey. Ach du Hurensohn. Sorry, dass ich gerade als Hurensohn beleidigt habe, aber du hast mir sonst zu meinem Glück gefehlt, dass du mir noch an der Schnauze vorbeikamst. Sebastian, du rennst das Video, ja. Ja. Erinnere dich bitte an diese Strecke. Und ja, ich guck's mir sowieso ganz guck an. Guck einfach auf mein Ranking, ich war eben 4. Ja. Und wurde von dem, weißt, von 3 Leuten hinter mir gefickt. Oh, und bin 12. Und dann kamst du mir noch oben über mich geflogen vorbei. Deswegen habe ich gerade als Hurensohn bezeichnet. Oh, okay. Auch wenn du nichts dafür kannst. Aber ja, ich denke, das kann passieren. Das ist verständlich, das ne? Das ist Mario Kart 8, da kann alles passieren. Was geht denn bei dem? Der hat sich gerade voll abgefuckt, dass er vorletzter wurde. Kann ich verstehen. Was ist denn die Instrumentalpiste? Wollen wir die fahren? Ja, mach mal. Was machst du? Ich muss nur noch gerade mal das Gamepad anschließen. Scheiß Gamepad, ey. Warte mal. Danke. Vielen Dank. Danke. Gamepad. Gamepad. Nichts erkennen können. Ihr schmeißt halt rum. Okay. Ich habe viel schlechtere Controller, auch wenn es so eine Family noch ist. Ja. Eigentlich muss ich die nehmen. Weil Wii und kein so. Kein Vorteil, ne? Ja, aber egal. Irgendwie haben wir das so eingebürgert. Ja, das ist wie bei FIFA, weißt du? Da muss ich auch mit dem besseren Controller. Ja, oder bei Tour. Oder den ersten. Oder bei Tour, ey. Ja, aber bei FIFA geht's mir eigentlich gar nicht so wirklich um den Controller, sondern mir geht's einfach nur darum. Ja, aber bei Tour. Ja, das ist okay. Das noch 10 Mal, Alter. Ja. Nee, bei FIFA geht's einfach darum, dass ich so gewohnt bin, rot zu sein, weißt du? Mhm. Weil die Strecke finde ich eigentlich ganz lustig. Die ist auch cool, ja. Ist echt knorke. Das ist aber, glaube ich, nicht die wir gewotet haben, ne? Ne, das ist nicht, das ist die State... Ja. Och man, das war zu blöd. Das ist diese State of Decay. Ach, Sebastian. Was war denn das? Ach, das war ein Bumerang. Wer hat mich da jetzt gerade gebummert? Ich wurde gerade... Ach, der Wazy. Also ich wurde gerade gefickt. Ah, und ein grüner Panzer hinterher. Alter, aber das Schlimme ist ja, die fahren nicht nur gut, die treffen auch mit den Items so präzise. Ja, try. Das ist so schlimm. Ja, das ist wirklich so. Also wenn sie dich töten... Was heißt wenn? Die treffen sich immer. Ja, und vor allem die mit grünen Panzern, mit allem, was sie haben. Ja, die sind... Die knallen dir das einfach oben drauf. Wie viel da bist du? Ich bin gerade 10. aber auf dem besten Weg, 9. zu werden.
Boah, hier, hoffentlich gab es gerade eine Massenkarambolage. Hoffentlich guckt Dirk Müller sich nicht an, aber ich glaube, ich habe ihn gerade überholt. Ich glaube, der wurde gerade auch derbe gibt. Da war gerade auch voll die... Nein, bitte nicht der Torpedo auf meine Seite, ich werde sowas von... Auf welcher Seite fährst du? Auf der rechten? Ja. Ja, aber der ist schon vorbei, ach der Gott, Torpedo. Ach Gott, ich werde bestraft. Ich habe gerade einfach sinnlosen roten Panzer weggewichst. Ja, oh. Siehst du, ich wurde bestraft. Ja? Siehst du? Nein! Nein! Sorry. Wir sind zusammen in den Krieg. Hey, guck mal. Was ja, toll. Sorry, jetzt habe ich dich ein bisschen an die Bande gekriegt. Toll, danke, Arschloch. War jetzt nicht meine... Ja, ja, ich weiß. Ja, du bist trotzdem vor mir. Ja. Finde ich lustig. Weil ich ein Gamepad habe. Ja? Nein. Okay. Mann, wir haben uns gerade so ins ausgeschossen. Ja, hau ab jetzt von mir. Alter! Hau ab! Ich fahr doch nur! Ich mach doch gar nichts. Boah, ich hab eine 8, geil. Okay, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Da war einfach alles abgefeuert. In der Hoffnung, dass ich irgendwas treffe. Das war gerade alles zu viel für mich in meinem Leben. Ach, Jungs, ey. Ich dachte eigentlich immer, ich wäre ganz gut in dem Spiel. Ja, setz mal eine Pilze an, ich hab einen Blitz. Hör doch auf. Jo, Alter. Es kostet einfach so derbe an, auf dieser engen Bahn, wenn dich alle anwichsen, ey. Ja. Ja, look, my lord, ich bin so gut, ich überhole dich mit dem Kugelwilli. Ja, hast du gesehen, wie gut ich bin? Ja! Und dann kriegt der Pisse, obwohl ich Letzter bin, ja? Kriegt der ein Torpedo und ich einfach einen labbischen Pilz. Da krieg ich einen zu viel. Da packe ich euch noch einen Obetruf. Und dann wundert ihr euch, warum ich dieses Scheißspiel hasse. Letzter bin ich nicht ganz. So, ich wurde 5. Look, my lord, 7. Gold, 10. Wir machen nochmal kurz bis gleich. Nee.